Wenn man die Domination Tree hat, soll man eh gucken, dass man möglichst alle Leute auf der Map einmal tötet. I wonder if anyone's in chat. Hello? Hello? There are so many weirdos here. It's awesome. Whoop. Wanna see something neat? This'll be fun. Hey Leute, heute will ich euch mal ein Gameplay zeigen, was ich offscreen gespielt habe in relativ lower Elo, also ungefähr der Elo, wo der Hauptteil meiner Viewer sich wahrscheinlich befinden wird. Also so Silber-Bronze-ish, wobei die Sorinator-Viewer sind wahrscheinlich nicht Silber-Bronze, sondern wahrscheinlich ein bisschen höher. Ja, ungefähre Elo hier ist Bronze 1. Und halt unranked, ehemalig Bronze 1. Und halt Leute, die sich gerade wieder in die Elos reinspielen. Aber vergleichsweise von der MMR her ist das ja ein Bronze-Spiel. Und ich möchte das Gameplay hier nutzen, was ich ja ohne Commentary gespielt habe, um ein bisschen zu erklären, worauf ich achte und was so meine Gedanken sind, während ich spiele, um euch eventuell auch zu helfen. In euren Games ein bisschen mehr Erfolg zu haben. Also ist das quasi so ein kleines bisschen edukativ. Was wir hier direkt sehen, ist, dass ich Level 1 anfange, die Wave hart zu pushen, indem ich hier direkt quasi mit der Q reingestartet bin. Ich gucke, dass ich mir die maximale Effizienz aus meinen Skillshots rausbekomme. Das heißt, ich treffe möglichst viele Minions mit einer recht langen Q. Und treffe auch noch die Cassiopeia nebenbei. Und was das bewirkt, ist, dass die Cassiopeia jetzt hier keine Minions mehr hat. Was heißt, dass ich sie einfach hier überrennen kann. Cassiopeia reagiert auch nicht rechtzeitig mit dem Flash. Und ist hier einfach tot. Selbst wenn sie geflasht hätte, hätte ich da aber auch hinterher flashen können, rein theoretisch. Wenn ich einen Gegner getötet habe, pushe ich danach möglichst aus und suche dann für einen Reset. Grund dafür ist, dass die Cassiopeia jetzt die Vasallen, die unter dem Turm alle sterben, verpasst und ich in der Zeit wirklich relativ wenig Minions verpasse, weil meine Minions ja den Tower fokussen und die Gegner schon so schnell sterben, oder meine Minions so schnell sterben, dass sie die Gegner schon relativ gut in Ruhe lassen. Das ist Basic Wave Management, da gibt es sehr gute Videos von Skillcapped zu, aber in der Regel könnt ihr euch einfach merken, ohne dass ihr viel Zeit investieren müsst, dass ihr euch einfach merkt, wenn ich den Gegner getötet habe oder der Base ist, dann versucht die Wave einfach rauszupushen noch, wenn das möglich ist. Und geht dann auch einmal Base. Genau, ich bin zurück in der Lane und werde hier basically einfach den Farm nehmen, der kommt. Ich gucke, was in den Blumen hier drin ist und schaue, ob das reicht, um die Cassiopeia hier zu töten. Sie jetzt gerade zu All-In ist relativ riskant, weil da relativ ziemlich viele Minions sind. Und der einzige Grund, warum das funktioniert, ist, dass ich einen Crawlers bekommen habe. Ich flashe einmal, um ihren DPS zu unterbinden. Und ja, kriege hier den nächsten Kill. Hätte ich da nicht weggeflasht, hätte es sein können, dass die Cassiopeia noch eine E rausbekommt und ich auch nicht rechtzeitig oder weit genug weg bin, damit meine Q genug Schaden macht. Die macht ja umso mehr Schaden, je weiter sie fliegt. Das heißt, ich habe hier einerseits verhindert, dass sie weiter mich DPSen kann, die Cassiopeia. Und habe gleichzeitig auch noch eine längere Q hinbekommen, dadurch, dass ich ein bisschen weggeflasht bin. Mit Zoe hat man relativ lange Zeit, während der Gegner eingeschläfert ist, da eine Q zu setzen. Da muss man ein bisschen das Timing rausbekommen und ein bisschen Ruhe bewahren. Und dann kann man relativ schön Long-Range Qs aufgeschlagen. Eingesleepte oder ja, gesleepte Targets setzen. So, ja, hier warte ich mit meiner E, bis sie relativ eindeutig für mich zu erkennen moved. Also ich habe sie jetzt hier erst nicht geeht, weil ich ihr damit sonst die Chance gegeben hätte, das irgendwie zu dodgen und dann quasi wegzukommen. Ich habe damit so lange gewartet, bis ich mir sicher war, dass ich sie treffen würde. Ist alles so ein bisschen Mindgames und ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, vom Timing her, wann man ehen sollte und wann nicht. Wenn ihr gar nicht eht, ist es oft auch nicht ideal. Aber ja, die Ehen nicht direkt am Anfang zu machen, ist auf jeden Fall Pi mal Daumen immer der richtige Call.
könnt ihr in der Zwischenzeit dann einfach, während ihr versucht, die E zu dodgen, mit eurer Q und euren Auto-Tags oder das, was ihr in der W drin habt, das könnt ihr verwenden, um die ein bisschen zu pressuren, sage ich mal. Und ja, in dem Fall jetzt habe ich gesehen, dass die Cassio aufgegeben hat, wegzulaufen und sich gesagt hat, okay, fuck it, ich versuche ihn damit zu überraschen, sehr aggressiv hier in ihn reinzumoven. Und ich habe das ja erkannt, diese Idee von ihr, und habe dementsprechend meine E so geworfen, dass sie die Cassiopeia trifft, wenn sie weiter in mich reinmoved. Dieses Lesen von Körpersprache, beziehungsweise ein Leak halt von Movement, das kommt über Zeit. Es wird jetzt nicht kommen, wenn ihr jetzt, sag ich mal, Garen Main seid und nur Garen Games spielt oder so, aber wenn ihr Skillshots-basierte Champion viel spielt, dann habt ihr irgendwann was dran hier auch. Ja. Gibt jetzt nicht irgendwie so einen Trick, den ich euch sagen kann, dann trefft ihr jeden Skillshot. Der Haupttipp, den ich euch geben kann, ist, dass ihr eure Skillshots erst dann macht, wenn die Gegner quasi nicht mehr dodgen. Ja. Also wenn der Gegner euch sieht, wie er auf ihn aggressiv raufgelaufen kommt, dann wird er, abhängig von der Elo natürlich, ne, versuchen direkt erstmal zu dodgen. In Low Elo würde ich sagen, schießt einfach auf die Position, wo die Gegner gerade sind. Also ja, alles was so Iron, also diese Anfänger-Elo halt, ne? Schießt er einfach da, wo die sind. Und ansonsten alles, was höher als ja, so Bronze 2 ist, da könnt ihr dann anfangen, Sidesteps zu predikten. Und ab, ja, ich denke mal so ab Platin, Low Platin ungefähr, müsst ihr dann anfangen, nicht nur Sidesteps zu predikten, sondern auch zu predikten, dass der Gegner vielleicht nicht einen Sidestep aus einmal einfach macht oder so. Das ist natürlich auch spielabhängig. Ich versuche in der Regel am Anfang vom Spiel, okay, hier, jetzt gibt es gerade kurz ein All-In, weil ich wieder einen Exhaust hatte. Aber mittlerweile, ja, geht es halt nur darum, irgendwie die Cassiopeia zu überrennen. Ja, da hilft Hexflash auf jeden Fall ungemein darin, Gegner ist schwer zu machen, vernünftig zu spacen. Aber auf jeden Fall ist am Anfang vom Spiel ist immer noch relativ schwierig, Gegner mit Skillshots zu treffen. Und je länger das Spiel geht und umso länger man sich das Movement vom Gegner angeguckt hat und deren, ja, deren Intention oder deren, ja, wie nennt man das? Wenn man immer wieder was gleich macht, so deren Angewohnheiten, sag ich mal, wie sie dodgen. Sobald man das einmal drin hat, kann man relativ einfach dann auch Movement predicten. Also nehmt euch am Anfang ein bisschen Zeit, erstmal ins Game reinzukommen, wenn ihr euch unsicher seid beim Gegner, wie der moved. Und später wird es euch dann wahrscheinlich einfacher fallen im Verlauf des Spiels, wenn ihr ein bisschen ja, das Movement vom Gegner euch anguckt. Ja, wie ihr seht, seht ihr, dass die Cassiopeia keine gute Zeit gegen eine gefeedete Zoe hat. Zoe ist ein sehr starker Champion, der auch sehr gut darin ist, wenn er ein Lead hat, den Gegnern die Hölle heiß zu machen. Und es geht im Wesentlichen nur darum, wie ihr euch ein Lead holt. Da gehört ja, Übung dazu und Wissen und wann man wie stark ist und wie man welches Matchup spielen muss. Das ist sehr komplex. Und das kommt aber auch alles mit der Zeit, würde ich sagen. Aber da auch die Grundregel ist, wenn ihr noch kein Lead habt, könnt ihr mit Zoe immer relativ sicher aus einer Distanz Minions farmen und Wave clearen. Und wenn ihr einen relativ starken Summoner-Spell oder ein Item Active aus einem Balloon bekommt oder sonst so, aus einem Skirmish oder so, dann okay, habe ich leider ein bisschen gewifft, aber mit Ignite ist trotzdem okay. Ja, wenn ihr einen Summoner-Spell aufhebt oder sowas, dann ist es in der Regel, gerade wenn es ein starker Summoner-Spell ist, das Zeichen für euch, dass ihr reingehen könnt. Und wenn ihr erstmal ein Lead habt, dann geht es eigentlich nur noch darum, die Gegner zu überraschen, dass ihr ja, auf einmal in ihm drinne seid, und da kommt dann halt Hexflash ins Spiel als sehr hilfreiches Mittel. Ja, ich spiele ja auch übrigens diese neue Treasure Hunter Rune. Aber ja, die bin ich noch am Testen, also dazu mache ich jetzt noch keine
keine Aussagen, inwiefern das gut auf Zoe ist. Es ist auf jeden Fall eine gute Rune, wenn ihr es smurft, würde ich sagen. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann nochmal ein separates Video vielleicht. Hier geht es, wie gesagt, nur ein bisschen darum, dass ihr euch ein bisschen anschaut, was so meine Gedankengänge sind. Also hier in dem Game jetzt geht es mir gerade jetzt noch darum, dass ich hier den Turret einmal mir hole. Die Cassiopeia ist mittlerweile nicht mehr so viel Gold wert. Jetzt habe ich hier 100 Gold bekommen. Aber eigentlich bin ich hier nur wegen des Turrets und will dann eher meinen Lead nutzen, um die Sidelines auch noch herzubringen. Jetzt, wo der Midlane-Turret down ist, macht es nicht mehr wirklich Sinn, hier noch weiter zu pushen, weil das Risiko einfach viel zu hoch wäre, von einem Jungler da gegankt zu werden. Na, man hat keine Sicht in Jungle und gerade als Zoe ist man relativ gank-anfällig. Also wenn der Malphite mich da ulte und Cassiopeia dann ihren Damage drauf bekommt, ist das sehr riskant. Weshalb man in dem Moment, wo man den Turm in der Mitte down hat, in der Regel auf die Sidelanes geht, beziehungsweise die Sidelanes einmal ahead bringt, dass die auch stark genug sind. Und dann später, also in ein paar Minuten, wird eh dieses Standard Aram mit Lane anfangen. Ja. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier auf der Botlane. Ich bin ja unfassbar gefeedet, was es mir ermöglicht, dadurch, dass ich aber auch halt alles treffe. Deren eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel stehende Botlane zu töten. Gerade als Midlaner hat er meistens eh einen relativ guten Level-Lead auf die und in diesem Fall hier jetzt bin ich auch gefeedet genug, dass ich da machen kann, was ich will eigentlich. Wobei man mit Zoe generell eigentlich nicht machen kann, was man will, weil Zoe ein Champion ist, der, wenn er einmal kurz out of position ist, direkt tot ist. Wenn man ihn richtig spielt, ist er sehr broken und wenn man ihn aber falsch spielt, dann kannst du so gefeedet sein, wie du willst und bist trotzdem relativ schnell ziemlich tot und sehr anfällig darauf, Shutdowns zu geben. Deswegen ist Positioning eines der wichtigsten Sachen auf dem Champion. Und auch zu wissen, wenn man in eine Area reinläuft, wie viele Gegner sind da, was könnte mir gefährlich sein. Also man muss sehr vorausschauend spielen als Zoe. Man kann nicht einfach irgendwo hinlaufen und Sachen machen. Da sind andere Champion dann vielleicht besser, sowas wie ein Kane, sag ich mal, der viele Dashes im Kit hat, durch Wände durchlaufen kann und disengagen kann oder sogar noch in Gegnern drin sein kann, mit seiner Ult ein bisschen stallen kann und so. Aber mit Zoe solltet ihr immer die sein, die die gesamte Situation überschauen und die ganz genau wissen, was sie tun. Ja, jetzt wo ich Botlane mir einmal abgeholt habe, fehlt mir jetzt noch die Treasure Hunter Stack auf der Vayne, deswegen gehe ich da gerade hoch. Gerade wenn man die Domination Tree hat, soll man eh gucken, dass man möglichst alle Leute auf der Map einmal tötet, um die 5 Stacks zu bekommen von allen Champion. Wie ihr seht, wenn man mit Zoe diese extremen Long-Range-Kombos macht, ist da nicht nur sehr viel Schaden dabei, sondern es ist auch sehr schwierig für die Gegner zu dodgen, weil ihr ja noch nicht mal in deren Sichtweite seid, wenn ihr die Q anfangt und ja nur sehr kurze Zeit haben zu reagieren. Ja, die Cassiopeia hat ja keine Lust mehr. Ich habe sie ja aus Versehen sogar mit der Anfangs-Q getroffen, deswegen war die auf einmal weg. Und deswegen wusste ich, dass dann gegnerischer Champion ist. Ansonsten hätte ich da den Tower-Turret gepusht. Ja, das Wichtigste, wenn ihr mit Zoe so gefeedet seid, ist eigentlich, dass ihr wirklich nicht irgendwie overextendet, dass ihr wirklich die Situation euch sucht, die ihr spielen könnt. Das sind natürlich viele, wenn ihr so ahead seid, aber es ist wichtig, dass ihr das ganze Spiel lang konzentriert bleibt. Ihr seid nicht so wie ein... Ja, ADCs sind ja in der Regel auch ein bisschen so, aber ihr seid jetzt nicht so wie ein Bruiser, so ein Garen oder so, der einfach so gefeedet ist, dass er sagt, so, ich töte jetzt einfach alles, was kommt. So, ihr müsst sehr intelligent an die Sachen rangehen. Wenn ihr ein CC halt so abbekommt, seid ihr halt leider direkt tot. Ja, gegen Lower Targets versuche ich in der Regel immer Qs nach vorne einfach zu schmeißen. Schöner Predict hier von mir.
Ja, diese Long-Range-Qs von hinten nach vorne, die sind gut, um One-Shots zu machen. Aber wenn Gegner schon low sind, dann würde ich euch empfehlen, immer die Q nach vorne in ihn reinzumachen. Und wenn er dann sidesteppt, könnt ihr dann von da aus immer noch die Q redirecten. Und das macht das fast undodgebar. Also Sätze empfehlen, wenn der Gegner schon low ist und ihr nur noch eure Q Auto-Attack braucht. Das kostet einmal weniger Zeit und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eure Q trefft, ist deutlich erhöht. Ja, Item-Build ist ein bisschen abhängig davon, wie ihr im Game seid, was die Gegner für Champions haben und so. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber in der Regel, eigentlich mittlerweile allen Games baue ich einen Everfrost als erstes, baue ich einen Ludens als erstes. Ludens Mythic, super strong. Ich teste zurzeit viel Ludens Echo, auch ein super starkes Item. Nicht Ludens Echo, Lich Bane, sorry. Litfin, super starkes Item, aber ja, es ist ein bisschen gegnerabhängig auch halt, ne? Und auch wie viel Gold ihr habt, wenn ihr in die Base kommt und so, also. Ja, da mache ich nochmal ein separates Video, aber baut auf jeden Fall Ludens und kein Everfrost oder so. Es klingt auf dem Papier ganz geil, aber da fehlt euch leider einfach der Schaden. Ludens ist deutlich, deutlich mehr Schaden als Everfrost. Ich glaube, die einzige Situation, wo ich Everfrost bauen würde, ist, wenn ihr in der Lane sehr behind gefallen seid und euer Team aber ahead ist, also euer ADC oder whatever, und ihr dann einfach, sag ich mal, nur setupen wollt, also mit den Bubbles und mit dem Everfrost dann, dass ihr vorspringt und Everfrostet. Das kann dann auf jeden Fall hilfreicher sein in eurem Team, als wenn ihr da Ludens baut und trotzdem keinen Schaden macht. Ja, ich habe hier Dark Harvest mitgenommen, weil ich ja in Low Elo spiele. Ihr könnt auch Electrocute mitnehmen, wenn ihr ein bisschen mehr Stärke in der Lane haben wollt. Aber Dark Harvest scaled auf jeden Fall besser ins Late Game. Ja, die Gegner haben hier jetzt aufgegeben, aber das Wichtigste habt ihr jetzt eigentlich gesehen. Ich habe die gesamte Map beeinflusst, alle Gegner auf der Map behind gebracht. Habe auf jeden Fall auch Most Damage. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Zoe, ne? Ihr seid sehr stark im Early und Mid-Game und solltet euren Lead auf jeden Fall nutzen, um die gesamte Map ahead zu bringen. Und dann könnt ihr euch eigentlich zurücklehnen und euer Team dann auch carryen lassen, wenn es darum geht, dann das Game zu beenden oder so. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Format cool fandet, dann lasst gerne eine positive Bewertung da oder schreibt was in die Kommentare, was ich in Zukunft anders machen soll. Und ja, habt einen schönen Tag noch. Kuss.